Hallo und willkommen bei unserer Kochshow. Ich heiße Eva Birngruber und heute machen wir ein ganz einfaches Rezept, das in maximal 15 Minuten fertig ist. Wir nähern uns Ostern, deshalb gibt es was mit Spinat. Und passenderweise ist auf dem Wein, auf dem Etikett, den ich ausgesucht habe, ist ein Hase drauf. Das ist doch nett, oder? Es gibt heute einen Verdejo aus Spanien, eher aus dem Norden, aus der Region Castilla y León, von der Finca Minade. So, jetzt muss ich erst noch meinen Schurz anziehen, den ihr in meinem Shop erwerben könnt. Und den Link dazu, den schreibe ich in die Videobeschreibung. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch das Rezept und alle Zutaten, ja? Und da blende ich da oben ein Video dazu ein, wie ihr da hinkommt. Das wissen nämlich viele nicht. Und was ich noch nicht gesagt habe, dass das Rezept von der Anna Jones ist. Das ist ja eigentlich ist das meine Lieblingsköchin aus dem Buch A Modern Way to Cook. Die hat einfach immer so praktikable und richtig gute Rezepte. Wir brauchen bitte eine große Pfanne, wo du idealerweise einen Deckel dazu hast. Ich habe bei meiner leider keinen, ich nehme so eine noch eine Pfanne, das geht auch. Und da kommen jetzt einmal die Spaghetti rein. Also die sollten da der Länge nach Platz haben. Ansonsten nimmst halt andere Nudeln, das geht ja auch. Die Tomaten, die Zitronenschale. Ah, das passt alles so gut zusammen. Tomaten, Zitrone, Spinat. Fantastisch. 75 ml Olivenöl. Und ein Salz tue ich auch rein. Einen Teelöffel in etwa, vielleicht ein bisschen mehr. Und da kommt jetzt 0,75 Liter heißes Wasser drüber. Da warten wir jetzt, bis das aufgekocht ist. Und das Praktische ist, das kann man ja auch anpassen. Das kann man für eine Person genauso kochen wie für vier. Gut, das Wasser kocht. Das schütte ich jetzt da drüber. Dann muss man das zum Kochen bringen, zugedeckt. Ich muss mir jetzt echt einmal einen Deckel kaufen für die Pfanne. So. Jetzt warten wir einfach mal ab, bis das kocht und dann sehen wir weiter. Was ich machen muss, den Wein in den Kühlschrank stellen. Es ist jetzt aufgekocht. Sehr gut. Es geht auch ohne echten Deckel. Und jetzt müssen wir unseren Timer oder in Küchenwecker, was auch immer, auf 6 Minuten einstellen. Und auch wichtig, etwa alle 30 Sekunden die Nudeln wenden. Da wäre jetzt so eine Nudelzange schön, sowas habe ich auch nicht. Ich glaube, ich muss mal in so ein Haushaltswarengeschäft shoppen gehen, Josef. Ich habe da so einen alten Knödelheber, ist es. Das muss auch gehen. Wisst ihr was, ich rühre da einfach ein bisschen um. Gut, wir machen das jetzt so und wir treffen uns in ungefähr 6 Minuten wieder, okay? Ich glaube jetzt ist eh schon. Die schmeckt gut, sehr aromatisch. Die sind noch nicht ganz durch, die Nudeln. 2 Minuten in etwa brauchen es noch. Und in der Zeit lassen wir jetzt den Spinat mitgaren, ja. Da kommt jetzt dann wieder der Deckel drauf, dass der schön zusammenfällt. Und dann kommt noch Parmesan drüber. Das Ganze wird auf Schüsseln aufgeteilt und los geht's mit dem Essen. Du, Meister, von mir aus können wir loslegen. Ja, Meister okay. Ist richtige Anrede. Ja, genau. Ah, ich habe einen Hunger. Ich auch. Na fein. Ja, ich glaube, das nächste Mal mache ich das mit kürzeren Nudeln. Das ist, glaube ich, einfacher.
klein ja nur. Dann braucht man auch nicht diese Pfanne, sondern auch einen normalen Topf. Hm. Gut, jetzt zum Verdecho. Du kannst eh schon anfangen, wenn du magst. Schon, weil die kürzeren Nudeln... Was wollte ich sagen? Verdecho ist so eine aromatische Rebsorte, aber jetzt nicht so intensiv wie Sauvignon Blanc oder zum Beispiel gelber Muscatella. Die hat oft so eine zarte Frucht, ist mit so einer kühlen Aromatik. Ein bisschen Salz, glaube ich. Ja, Salz, ja, und dann Pfeffer brauche ich bitte, aber das tun wir dann selber drauf. Tust du mir bitte dein Glas rüber? Ich freue mich jetzt drauf. Mit Pfeffer bist du selber zuständig. Was hast du eigentlich mit deiner Lippe gemacht? Du schaust aus, als ob du mit Botox Experimente gemacht hättest. Vertrage die Frühlingssonne nicht. Keine Botox-Experimente. Hast du auch nicht nötig. Danke. So, also du auch. Sorry. Ein bisschen Pfeffer. Wie ich gesagt habe, so eine zarte, aromatische Frucht. Ein bisschen nach Holler riecht er auch und geht durchaus in so eine Sauvignon Blanc-Nuance. Stachelbeerig, aber nicht so intensiv. Ui, der ist gut. Ein bisschen Ringlatte habe ich auch. Oh ja. Aber lustiges Hasenetikett, das gefällt mir. Richtig gut. Zart und elegant und feine Frucht, das Etikett ist super. Es war jetzt unhöflich, dass ich mir zuerst eingeschenkt habe. Ich bin's gewohnt. Nein, das ist ja gar nicht wahr. Ist echt nett. Du, schau mal, einen Parmesan. Jetzt habe ich einen Löffel vergessen, aber weißt du was, dann nehmen wir jetzt einfach den da. Weil der war eh noch nicht in Gebrauch. Ah, herrlich. Es ist kein Parmesan, sondern ein Asmonte. Das ist so ein österreichischer Hartkäse, ähnlich wie der Parmesan, nur dass der ohne Lab produziert wurde und das mag ich halt gerne. Und wenn du vegan bist, kannst du ihn einfach weglassen oder halt eine vegane Variante wählen. Ist gut, gell? Ich mag Spinat sowieso. Mhm. Sehr gern. Das ist eine gute Kombination. Was ich vorher nicht gesagt habe, bei den Nudeln müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Wie ich gesagt habe, mit der Garzeit, mit den 6 Minuten, einfach mal überprüfen. Die sollten schon noch gescheit al dente sein, gell? Weil sie ja dann mit dem Spinat auch noch am Herd stehen. Nicht, dass das ein weicher Batz wird, das kann man nicht brauchen. Das ist ein gutes Alltagsrezept. Super. Ich bin sehr zufrieden. Klappe zu. Aus. Also, Wiedersehen. Ich bin sehr zufrieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich über Abos, der Josef natürlich auch. Ja. Und viele schreiben auch, dass der Josef das so gut macht. Der Josef ist ja selber jetzt nicht auf Facebook oder auf Instagram oder so, aber ich richte ihm das immer alles aus, ganz verlässlich, klar? Danke. Gut, und jetzt verabschiede ich mich auch. Und ja, das war's für heute. Pfiat euch. Bis in einer Woche. Ah, ups. Diese Flasche könnte man zu Ostern verstecken im Osternest. Ja, das würde mich freuen.